Fehler können passieren. Angriffsstärke von Dorfzentren erhöhen. Sie können Milizsoldaten ein zweites Mal aufrufen. Arsenalweiterentwicklung. Krieg. Der siebenjährige Krieg hat begonnen und die Briten und Franzosen gehen sich gegenseitig an die Gurgel. John jedoch ist damit beschäftigt, den britischen Gouverneur Warwick ausfindig zu machen, von dem er glaubt, dass er seinen Onkel Stuart entführt hat. Ich habe dich vermisst, John. Hast du deinem Bruder schon von uns erzählt? Nein. Später, wenn es ruhiger geworden ist, wird er es verstehen. Aber jetzt nicht. Die Franzosen bereiten einen Kampf gegen die Briten vor. Dein Volk wird zwischen die Fronten geraten. Was sollen wir tun? Besser ein Bündnis mit den Franzosen als mit diesem Warwick. Den Franzosen ist nicht zu trauen. Wir können niemandem mehr trauen. Der Morgen graut. Lass uns zu den Franzosen gehen. Unbewaffnet, weil sonst fliehen sie direkt zu ihrem Heimatland. Voll gut, dass sie jetzt schon wissen, dass es der siebenjährige Krieg wird. Nehmt die Männer und drängt die Briten zurück über den Fluss. Wir müssen sicherstellen, dass auf unserer Seite des Flusses keine britischen Soldaten mehr sind. Ach, Briten, Franzosen. Man darf nicht wählerisch sein. Danke für eure Hilfe. Unterstützt uns in diesem Grenzkrieg gegen die Briten. Um die Briten zu besiegen, müssen wir alle Forts auf ihrer Seite des Flusses zerstören. Yes, I'm going now. I'll do it. Suchen Sie die einzige Handelsroute und bringen Sie sie unter Ihre Kontrolle. Für erstmal die 14 Musketiere. Musketen. Kommen die Briten einfach rübergelaufen. Ich bin heute auch nicht in der Stimmung für diese... Ah, warum kannst du das schon spielen, fragen. Oder warum kannst du den Akt 2 schon spielen? Es ist so offensichtlich, warum kann man den Akt 2 schon spielen? Weil man ein Microsoft-Reviewer ist. Weil ich mit Microsoft immer gut gearbeitet habe. Weil Microsoft mir Spiele schickt und ich die gerne vorstelle. Sir, einer der Späher hat ein britisches Fort entdeckt. Wir müssen in dieses Fort eindringen, um die Befehlszentrale zu finden und zu zerstören. Eindringen. Oh mein Gott, meine Arbeiter sind auch Franzosen.
Bûcheron. Ja, damit ist vorbei. Ready. Yes. Jetzt kann ich mich schmutzig fühlen. Right. Ihr Kapitän. Ike, Katowatoi Winters. Una Hotte. Ihr Kapitän. Una Hotte. Ike, Ihr Kapitän. Ike, Ihr Kapitän. Come on, Iwal. Yes. Imenos. Yes. Iwal. So. Yes, richt. Das finde ich immer ein bisschen doof. Dann darfst du hier immer den Verteidiger von dieser Ressource suchen, um den noch zu töten. Schicke mal ruhig die zwei Kanonen. Können die Franzosen sich selbst verteidigen, muss ich mich da oben auch darum kümmern. Was frage ich? Die Briten stehen schon vor Paris. Ready, Tilliard. Yes. Richt. Yes. PM. Una Hotte. PM. Red Commandment, yes. I wall. I wills. Una Hotte. PM. EK. Una Hotte. Ready. Lay on! Früher konnten sie es alleine, in der neuen Version weiß ich es nicht. Ja, es ist eh, ich spiele die Kampagne auf normal, weil Age of Empires 2 Definitiv-Edition auf schwer. War halt zum Release richtig schwer. Barbarossa-Kampagne wird wahrscheinlich für alle Zeiten in meinem Gedächtnis bleiben, dass das einfach voll die Abfuck-Kampagne war. To rats. Commandment, I'm on. Commandments.
Okay, jetzt wird's doch ein bisschen knapp. Komm mal eben nach Hause. Ich möchte die Kanonen jetzt nicht verlieren. Du kannst ja auch die Gutshöfe bauen, um Gold zu erlangen. Aber vielleicht kannst du durch Nahrungsverkauf wirklich mehr Geld verdienen. Und 6, 7, 8. Dann ist der auch voll. Warum soll ich das Fort da oben bauen? Dann ist das weit weg und dann kann ich das auch nicht verteidigen. Und die ganze Zeit nur Truppen am Hochschicken. Im schlimmsten Fall. Am besten ist eh die Fabrik, muss halt die Karte für haben. Commandement? Yes. Richt. 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 Wer weiß das schon? Ich bin halt kein Multiplayer-Typ für Age of Empires. Auch wenn wir zwei ein paar Mal gespielt haben im Multiplayer, dann, wenn du die Produktionsketten nicht kennst, nicht auswendig und immer alles nachgucken musst noch und dir nichts zusammengelegt hast vorher, ist halt eh immer doof. Also, die braucht keinen Bewohner und produziert, soweit ich mich erinnere, schon ein ganzes Stück Gold. Kann sein, weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Einzige Sache, die bis jetzt Gold produziert hat in der Kampagne, waren die Schatzschiffe aus der einen Mission. Commandement. Yes, he will. Oui. Imperial Kanone. Da ist auch der Mops. Oh, der Mops liegt im Bett und schläft. Das ist süß. Der ist so fettig. Der konnte die letzte Nacht nicht schlafen. Ich glaube, der ist ein bisschen verschnuppt. Oh, der hat auch geröchelt, als wenn es keinen Morgen gibt, ey.
the end. Got to run. Yes! I'm off! Vorhin noch eine große Runde gemacht, jetzt liegt er im Bett und schläft. Mein Vermieter wollte auch schon da die Fliesen dran geklebt im Bad, wo jetzt wieder 2 Tage warten und dann... Ach, wird da der Rest noch dicht gemacht und dann bin ich endlich fertig mit dem Bad hier, ey. Hat er gerade zu mir gemeint, vertragen? Deutsch-französische Freundschaft? Kann sich dann endlich wieder waschen und duschen. Ich kann mich jetzt schon duschen und waschen. PM, you got Tempius. Ready, Commandment. Heil? Hier gibt es aber auch kein Gold auf der Karte. Muss ich die Gutshöfe noch bauen. Forster. Dann auch noch 500 Münzen drauf. Bleibt ruhig schussbereit. Heil, Porkester. Ich habe nämlich eine. Ach ja, warum kann ich mich duschen und waschen immer? Weil ich eine Badewanne habe. Ich habe Dusche und Badewanne getrennt. Sieht aber sehr provisorisch aus vom Aufbau, von der Aufbauten her. Von den Aufbauten her, meine Güte.
Aber dafür habe ich beides. Habe ich mir damals gewünscht, als ich hier in die Wohnung gezogen bin. Als er das Bad neu gemacht hat. Weil ich manchmal doch ganz gerne in eine Badewanne gehe. Yes, richtig. Ach, ich freue mich, wenn ein neues Siedler raus ist. Da kann man den... Ich schaue gerne kleinen Arbeitern beim Arbeiten zu. Diese schönen alltäglichen Aufgaben, die sie erfüllen. Bäume fällen. Warum fäll ich einen Baum? Weil der Herrscher das so will. Juhu! Yes, ready! Yes, Ewald. Richt, richt, richt. Richt. Ich hoffe, sonst ist bei euch alles gut. Also jedenfalls bei denen, die jetzt noch zuschauen, die meine Sprache aussprechen. Asi. Je le ferai, bûcheron. Correct, bûcheron. Auf ins Industriezeitalter. Yes, ich will. The end. Cut rats. Una hot then. Curry rats. The end. Gut, das ging zum Glück schnell. Ready. Hawkester. Commandement. Hawkester. Heil Hawkester. Ready, Imenaso. Yes. Yes. Imenaso. Ready. I'm ready. Unahotem. Yekatentias. Commandement. Yes. End. Yes. Unahotem. The end. Unahotem. Generieren echt langsam Gold. Je le ferai. Oui. Bûcheron. DM. Commandement. Yes. Wo ist meine Gießerei? Hier. Der Franzosen, wenn er mal oben stehen bleiben will. Dann würden auch nicht plötzlich die Briten bei uns drin stehen.
Yes. Commandment. Yes. Ready. Yes. Ready. Commandment. Ich will. Una hoten. Beend. Ike. Commandment. Una hoten. Beend. Yes. Ready. Commandment. Yes. Yes. I mean so. Ihr lenkt ab, ich zerstöre alles andere. Bin ich einen guten Plan. Hängt doch bestimmt einer zu wenig drauf, ja. Und die Arbeitsgeschwindigkeit für das Sammeln von Münzen erhöhen. Die Siedler wurde erstmal verschoben. Also, eigentlich sollte die Siedler ja letztes... Also, man hat nicht erwartet... Also, ich habe nicht erwartet, dass das letztes Jahr zum Winter kommt, aber es wurde mal spekuliert. Weil auf der Gamescom, sag ich mal, so viel Werbung dafür schon gemacht wurde. Und dann soll es, glaube ich, dieses Jahr kommen. Im Verlauf des Jahres. Aber zweites Quartal oder sowas. Und jetzt wurde ja eh alles verschoben bei Ubisoft. Was so Sache war. Deshalb, ich denke mal, Siedler wird, wenn nicht zum Weihnachtsgeschäft, erst Quartal, erstes oder zweite nächstes Jahr kommen. Der Relaunch der Serie. Ist ja so gesehen der Relaunch der Serie, deshalb heißt es ja wieder einfach nur der Siedler. Oh, ich hatte ja eine Schmiede hier oben. Beziehungsweise, ah nee. Komisch. Achso, das ist das normale Arsenal von den Franzosen. Also sie haben das letzte Anno ja auch recht gut gemacht. Deshalb denke ich mal, dass die Neuauflage von Siedler jetzt auch nicht schlecht werden soll. Also Blue Byte, das frühere Blue Byte Studio, was jetzt glaube ich, ja, Ubisoft irgendwie heißt, ist glaube ich besser auf Kurs als vor ein paar Jahren. Ich war ja schon mal da und konnte auch die Räumlichkeiten begehen und die Leute so ein bisschen kennenlernen damals. War schon ganz cool, mal so einen Einblick zu haben, wie zum Beispiel Anno 1800 da entwickelt wurde. Das war noch bevor Anno 1800 angekündigt wurde. Da durfte ich ja schon mal reinschauen. Aufgrund eines guten Freunds von Ubisoft. Da war ich damals mit Walle, GameStar, ich. Und. Ja, PC Games Spiele kam nicht. Nee, Bildspiele kam nicht damals. Weil die nicht konnten. PC Games war noch da und das war's dann. Und dann durfte man 4 Monate darüber nicht reden. Nö, Steinbein war nicht da. Wir haben es geschafft. Das war's? Ich dachte, ich muss noch irgendwo rein.
Kein Zeichen von Warwick oder meinem Onkel. Da, eine weiße Fahne. Seid ihr John Black? Wer will das wissen? Ich bin Colonel Washington. Warum kämpfen eure Söldner für die Franzosen? Wir geben auf. Gebt uns nur Warwick. Warwick ist ein Verräter. Er hat den Angriff auf die Indianer ohne das Einverständnis der Krone befohlen und wird dafür büßen. Er wird euren Irokesenfreunden keine Schwierigkeiten mehr machen. Er hat meinen Onkel. Dann fürchte ich, ist er tot. Wenn ihr Warwick verfolgen wollt, habt ihr die Unterstützung der Briten. Er ist nach Westen gegangen, zum Huronsee, mit einer Handvoll Verräter. Glaubst du, Warwick ist ein Mitglied dieses Zirkels? Ja, und es ist gefährlich, ihn zu verfolgen. Nonaki sollte hier bleiben. Du wirst sehen, meine Schwester trifft eigene Entscheidungen. Wir bringen den Verräter zur Strecke, Colonel Washington. Ihr habt's alle auch gehört. Der Huronsee. Huronsee. Aber ohne Untertitel hättet ihr Huronsee verstanden.